Willkommen zu TNA, wir sind da. Ich bin Daniel. Ich bin Nadine. Und wir zeigen euch diese Woche den Vlog. Guten Morgen. Guten Morgen, Kitty. Na, Virginia? Dann macht Frühstück. Bei uns gab es gestern lecker Essen, Gulasch. Mit Nudeln. Wir essen jetzt nur schnell Cornflakes. Und mehr nicht. Und dann muss ich noch ein bisschen was arbeiten. Stimmt's? Ja. Ja, du bist vielleicht beim Arbeiten. Das ist was anderes. Wieso, was ist das? Ist das für mich? Nein. Mach mal. Das? Ja. Das ist für mich. Ja, mach auf. Ja, soll ich das öffnen? Wie soll ich denn das jetzt öffnen? Ein Akku. Ja, nimm mal den Akku. Süße. Wie soll ich das jetzt nehmen? Ja, entschuldigung. Also. Das ist Gamepad, also fit aus USB. Ah, das Wichtigste fehlt. Ich wollte heute. Warte, da unten liegt da noch was. Nein, das ist was anderes. Ja, auf jeden Fall ist das Gamepad, das will nämlich mein USB-Teil wechseln vom Handy. Oh, das ist heute leider nicht mitgekommen. Also muss ich noch warten. Schade, sonst hätte ich das ganz schnell geöffnet. Wir sind gerade beim Frühstücken. Und ich habe meinen Hausschuh an natürlich. Wo sind denn deine Hausschuhe? Ich finde meine Hausschuhe gerade nicht. Wie du. Sag das bitte nochmal an der Kamera, damit es doch jeder verstehen kann. Das seht's auch. Sag das nochmal. Nein! Sag das nochmal. Nein! Also, liebe Kinder, die das irgendwann mal sehen werden, oder die, oder TNA natürlich, wer findet die Hausschuhe gerade nicht? Ich kam gerade eine Nachricht, Entschuldigung. Und wer findet gerade die Hausschuhe gerade nicht? Und wer hat dazu, und nochmal dazu gesagt, zwei Paar Hausschuhe? Ja, bitte, sag es. Ich habe drei. Ja. Ja, wo sind sie? Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen gefunden. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Okay. Du hättest. Das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Das werde ich nochmal extra speichern. Oh, nicht dein Ernst. Ja. Ich bin gerade vom Spazieren zurück mit dem Hund. Mann. Oh nee, Schätze, ich muss da. Ich stand gerade da wie so ein Plebs. Naja. Ist halt ein Hund. Ist halt unser Hund. Apropos, wir waren gerade, wie gesagt, spazieren. Und da war ein kleinerer Hund als Lea. Und Lea hatte Angst. Das hatten wir schon jetzt ganz oft, Schatz. Ganz oft. Und der hat da nicht mal gekläfft, gar nicht. Der ist bloß Lea hinterher gelaufen. Und die hatte Angst. Der ist die Lea hinterher gelaufen, dann ist klar. Guten Morgen. Ist ja etwa kalt? Ja, mir ist kalt. Wir hatten bis. Kannst du mal die Fenster zumachen? Hab ich gerade schon. Überall? Überall. Mir ist trotzdem kalt. Heute ist endlich das letzte Teil gekommen. Oh nein, das letzte. Ja, um das Handy so zu nehmen. Tada! Da ist es. Da ist es. So, jetzt werden wir es einbauen und dann kann ich es wieder vernünftig laden. Mein Akku ist gleich leer. Also, wir haben eine Wette laufen. Ach, und damit wir das schön festhalten können, was jetzt jeder gewettet hat, weil es noch nicht passiert ist, logischerweise. Mit wem? Den da. Also, wir haben eine Wette laufen. Und zwar möchte Daniel sein Handy, also das, was ihr jetzt nicht sehen könnt, möchte er hier unten das wechseln. Also, das USB-Teil wechseln. Naja, das USB-Teil wechseln, weil es nicht richtig
Ja, komm, jetzt kommt zum Punkt, Mensch. Auf jeden Fall haben wir gewettet, also dann ist nicht so ein Profi, ja? Ist klar, okay. Also das hier hinten, das ist Klaas. Das ist Klaas, ja. Und ich habe gewettet, dass er das nicht wechseln kann, ohne das Glas kaputt zu machen. Er hat gesagt, er schafft es. Meine Wette ist... Man muss das Glas vorher abheben, allgemein mal sagen, man muss das Glas vorher abheben, damit man überhaupt darunter kommt. Ja, ich sage, er schafft es nicht, dass das Glas nicht kaputt geht. Er hat gesagt, er schafft es. Wenn ich gewinne, muss er mit mir das Bild zeichnen, was ich möchte. Und wenn ich? Muss ich kochen. Wir haben uns gerade eben ein... Neuen Film geholt. Ja, aber ey, der war 11 Jahre alt. Hm? Und der hat einige Handys schon mitgemacht? Ja, nicht nur Handys. Und Haare? Haare? Naja, okay. Ich bin nicht so der Föhn-Typ. Haare föhnen und sowas. Da. Gott, nicht da. Okay, 3 Jahre später. Was meckerst du denn jetzt schon wieder rum hier? Was machst denn du? Ich mach schon mal meinen Laptop fertig, damit du ein bisschen malen kannst. Ich habe auch schon ein perfektes Bild gefunden. Erstmal gucken, ob es funktioniert. Warum sollte er nicht funktionieren? Den haben wir gerade gekauft. Steht sogar Security draußen beim Einkaufen. Und du musst unbedingt einen Wagen mitnehmen, wegen Abstand. Aber manche halten auch keinen Abstand, also. So, dann kannst du mal anfangen. Darfst beginnen. Also, Daniel hat gerade versucht. Versucht, das Glas abzumachen. Und ihr seht es alle, es ist kaputt. Du bist mit mir malen. Kaufst jetzt erstmal ein neues. Ich bestelle es jetzt gleich, ja klar. Könnte es sein, dass du verloren hast? Schatz? Na komm. Jetzt bist du sauer. Ich habe gewonnen. Also, Bild habe ich rausgesucht. Den kleinen süßen Manuel zeichnen. Dann zeichnet auf dem mein Tablet. Bitte schön, ich hole dir noch den Stift. Den müsste ich irgendwo hier unten drunter haben. Hier. Bitte schön, kannst du dir erstmal angucken, das Programm. Und ich zeichne natürlich mit meinen Stiften. Und ich habe auch schon... Nein, das nicht. Angefangen. So, dann mal los. Also, dann sagt er es fertig. Ja. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Die Augenbrauen fehlen noch. Und die Haare. Er hat. Und die Kette. Ja, keine Haare. Keine Haare. Also die Linie hättest du ruhig mal nochmal wegmachen können. Nicht mal ich bin fertig geworden. Haben doch gar nicht angefangen. Das ist kein Bock, stimmt's? Ich bin schon fertig. Das nehme ich nicht an. Du kannst schön zeichnen. Das ist nur kein Bock. Du hast eine Wette verloren. Das ist natürlich auch nicht zeichnen. Also, sonst. Los jetzt. Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Du hast meine Wette verloren. Oder willst du was anderes zeichnen?
Bitte nur Akane zeichnen. Anma. Tomoe. Bart. Den kannst du auch zeichnen, wenn du möchtest. Den willst du zeichnen? Das sehe ich nicht so. Das nehme ich nicht an. Zeichnen. Wir machen jetzt kurz eine Pause. Ich mache immer mehr, mal immer mehr eine Pause, weil dann ein bisschen länger braucht. Und bei ihm sieht es... Sein sieht jetzt so aus. Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt fehlt halt nur noch die Farbe. Aber wir machen jetzt erstmal was zu essen. Ich habe nämlich Hunger. Jetzt gibt es jetzt was zu essen. Wir lassen uns das jetzt. Wir lassen uns das jetzt hier schmecken. Lecker. Dein sieht natürlich genauso aus. Was machst du? Und dabei gucken wir jetzt noch eine Folge und dann erstmal weiter. Spazieren. Achso, spazieren. Ja, okay. So, noch ein Paket ist angekommen und das werde ich jetzt öffnen. Und Daniel, der ist fleißig an sein Handy reparieren. Ich bin eigentlich schon fertig. Du bist schon fertig, aber du machst noch den Kleber ab. Damit ich dann meinen ganzen Deckel drauf machen kann. Wollen wir das mal nicht so anfassen, ne? Ja, das wissen wir. Was? Ja. Ich mach gar nichts kaputt. Ja. Oh, sie ist so anhänglich. Was ist los? Komm hier. Freut die sich. Ich will lieber ein bisschen was in den Paket. Ja, ja. Ich hab's doch schon aufgemacht. So. Rechnung und dann Lieferschein. Luft. Luft. Oh. Das ist dann sein Akku-Pack. In Silber. Leider gibt es nicht anders. Hab schon gehört, ja. Da kann ich mein Handy laden und meine Uhr gleichzeitig laden. Ist doch meine Uhr auch, ja. Nein. Doch. Nein, die sind schon produktiv. Ich bin nur meine Uhr. Ja, aber eine Uhr könnte man laden, Mensch. Ja, oh, ist doch jetzt egal. Oh, meine kann das nicht. Ist doch gut. Ich hab's verstanden. Ich pack den jetzt aus. Mal gucken. Nee, das ist immer noch Verlust ein bisschen. Also ich kann aber zweimal aufladen, kann ich auf jeden Fall. Was, um mein Handy kann ich damit auch aufladen? Also auch im Zustand. Muss ich dann auf beide Seiten irgendwie achten oder sowas? Also ich weiß nicht, wo das Ladepad ist. Weißt du, das ist nicht gut. So, na, ist auf beiden Seiten, glaube ich. Na, warum nicht? Ist auf beiden Seiten ein Akku. Warum soll ich denn nicht beide laden können? Au, okay. Schon voll. Das sind drei Striche. Mhm. Ich kann USB-Stick und. Mhm. Ey, das fühlt sich echt geil an. Fühlt sich so richtig hochwertig an. Das ist ja von Samsung. Das ist nicht schlecht, oder? Ja, schon geil. Ach, das war schön schwer, wa? Mein Handy ist schon so schwer. Das ist noch die vorige Version. Die ist erst noch eine Nachfolgerversion rausgekommen. Die schnitten lädt ein bisschen schneller. Aber kostet doppelt so viel. Ja. Doppelt. Gibt's aber auch bloß in dem Form. Das fühlt sich echt geil an. So, und deins. Das packe ich jetzt nicht aus. Das lasse ich jetzt drin. Kannst du auspacken selber. Gibt es da eigentlich noch irgendwas drin? Oh ja, da gibt es noch logischerweise noch was dazu. Komm her. Ja. Natürlich. Gibt's noch. Guck, hier. Alles da. Naja, könntest du eigentlich anschließen. Naja, du könntest zum Beispiel jetzt laden und PlayStation anschließen. Das ist cool. Wenn jemand kommt und sagt, wird jemand, kann man das mal hinladen?
Cool. Das ist schon cool. Und dann sieht halt genauso aus, nur halt nicht in Pink. Leider gab es nur zwei Farben. Ich hätte natürlich Lila genommen, aber naja. Kann mich nicht halt alles haben. Okay, so. Und morgen kommen unsere Handys. Die werdet ihr aber erst morgen sehen. Also für euch in ein paar Minuten. Warum soll deins denn nicht morgen kommen? Nicht, dass es bekannt hat, nur Zoll hängt gleich. Ach, Quatsch. Doch. Glaubst du, ja? Aber meins kommt auf jeden Fall morgen. Eigentlich haben wir gedacht, es kommt heute, aber das hängt, steckt irgendwo fest. Steckt. Zu spät gekommen, um noch mit auszuliefern. So. Ich räume jetzt diesen Scheiß jetzt wieder weg. Und dann gehen wir einkaufen. Guten Morgen erstmal. Ja. Guten Morgen, heute ist Samstag. Dein Handy ist leider nicht gekommen. Dafür das hängt im Zoll fest. Ja, so wie wir es schon gedacht haben. Ja. Naja, zeige mal. Ja, okay. Ja, aber. Da ist es. Beiden Seiten, ne? Mhm. Ja. Na fein. Ja. Und? Oh, das ist nicht. Oh, woher weißt du denn das? Hä? Woher weißt du denn das, dass du was drin hast? Na, weil das ist so wackelig. Nein, das ist nicht. Doch, kannst du. Was haben wir denn hier Schönes drin? Oh, das brauchst du dann bestimmt, ne? Nein, brauche ich nicht. Nicht? Okay. Warum lässt du es nicht drin? Ist ja egal. Was haben wir denn hier? Oh! Eine Hülle. Eine sehr schöne Hülle. Mhm. Okay, lecker mehr dahin. Okay, hier haben wir das Handy. Mhm. Nein, okay. Ja. So, was haben wir denn noch Schönes hier dran? Hm? Dein Ladegerät. Ladegerät mit USB. Warum machst du das kaputt? Nicht, weil ich das raus haben wollte. Hä, aber das musst du doch hier öffnen. Ach. Wie denn? Jetzt siehst du doch. Musst du so. Ja. Nein, ja. Von USB auf USB-C? Mhm. 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 Dann haben wir noch mein Ladekabel. Ja, fein. Und. Du haben sie. Okay. Also USB-C auf USB, okay. Meine Kopfhörer, die mir nie passen. Also, Weißt du nicht, hast du nicht ausprobiert? Die passen mir nicht. Das ist noch nie gepasst. Okay. Na gut. Gucken wir an. Jetzt kommen wir zurück. Handy. Fein. Der Isis. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Nach hinten. Nein, nach hinten abziehen. Nein, ich muss das woanders abziehen. Siehst du, reicht doch. Jetzt klatscht es runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Ja, glücklich rum. Hey, warte doch mal, ich will erst mal gucken hier. Ist das cool. Und jetzt? Mach's an. Soll ich das mal kaputt machen? Mach's an erstmal. Es ist viel zu kalt. Pass mal drüber, ich spüre da gar nichts. Ja, fein. Doch, Jens, minimal. Aber vielleicht liegt das daran, weil es so kalt ist. Das ist riesig. Was ist denn dein Handy? Mal so zum Vergleichen. Ja, definitiv. Also, meins ist ja ohne Hülle, deins ist mit Hülle. Krass. So. Okay. Erstmal weiter, oder? Na gut, richte erstmal hin. Na, ich will erstmal zeigen, wie das geht hier. Ja, dann mache doch. Huhu.
kaputt. Oh, das ist so geil. Das ist mein Handy. Oh. Kleines Display. Geil. Da. Bisschen Touch. Wir sind durch. Kannst du nochmal was ein bisschen sagen? Hast du jetzt die ganze Zeit gespielt? Das ist ein Handy. Mehr willst du nicht sagen. Es ist Handy. Ich habe jetzt noch gezockt. So richtig volle Leistung. Volle Leistung. Ja. Das hat schon einen Kratzer. Also kein Kratzer, sondern so keine Einkerbung. Das Display ist halt nur mal ein bisschen empfindlicher. Mich stört dieses kleine Hinter. Nee, man sieht's nicht. Mm-mm. Oder? Mm-mm. Nein, auf jeden Fall hier ganz klein. Also man sieht's schlecht. Also man muss wirklich schon genau hingucken. Ja, das stimmt. Ja, das hast du schon gezeigt. Und? Bist du noch gehypt? Ach ja, ist halt ein Handy. Es ist halt extrem lang. Also so. So langgezogen. Alles. Auch wenn man so WhatsApp anhat oder sowas, das ist so lang. Komisch. Dann haben wir gleich mal mein Akku-Pack hier ausprobiert. Mhm. Das hat jetzt noch 2 Punkte voll. Und ich habe, naja. Immer vollgeladen plus zocken. Plus zocken, ja. Schon. Jetzt, du hast noch das Audio-Teil. Audio? Ja, weil ich ja mit den Kopfhörern, die hier, die kann ich leider bei mir nicht reinmachen, egal welche Größe ich da reinmache, bei mir halten die nicht, ich habe zu kleine Ohren. Und ich brauche den ganz normalen Kopfhöreranschluss. Und da haben wir uns sowas geholt, den machst du hier rein. Mhm. Also USB. Mhm. USB-C, Entschuldigung. Und da kann ich dann hier... Also, das muss ich nicht daran machen. Könntest du. Könnte ich, aber mache ich nicht. Hier kann ich dann meine Kopfhörer reinmachen und hier kann ich auch nochmal USB-C ja, machen. Genau. Also, ich könnte jetzt gleichzeitig laden und Kopfhörer. Ja. Ja, da gibt es nichts zu sagen, oder? Die Hülle habe ich natürlich schon drin. Schon cool. Leider unterstützt nicht. Also, unterstützen das nicht viele Apps, dieses mit denen zusammenklappen? Also die Hälfte? Ja, also, wer hat die Hälfte unterstützt? Naja, das ist jetzt, nee. Ach so, das ist so halt. Also, dass man, wenn das so ist, dass du dann hier den unteren... Ich muss gerade zeigen. Naja, also, zum Beispiel wie bei der Kamera, sieht das ja so aus. Und wenn man das dann so knickt, hat man dann hier unten die ganze Leiste und... Hier oben hat man dann nur die Kamera. Das unterstützt aber nicht jede App, dass man dann hier unten noch was anderes machen kann als hier oben. Ja. Aber zum Filmen ist das schon cool. Werde ich ausprobieren, welche Apps da passen und welche nicht. Welche da mitmachen. Ich habe jetzt noch nicht alle probiert. Ja. Das war's schon mit dem Video. Es ist ja schon Samstag. Hm. Unvorstellbar. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und Lea guckt ins Dunkle. Ja, weil die Katze da rumgesprungen ist. Achso, okay. Ja, wir hoffen, euch hat das Video... Achso, das habe ich schon gesagt. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Und morgen Haare schneiden. Meine aber auch. Wolltest du schon letztes Mal machen? Ab